Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Heute die 12. Episode und es ist soweit. Es geht um die hannoveranische, ehemalige hannoveranische Legende. Es geht um Lars Stindl. Er hat seinen Inform bekommen für seine 2 Tore für Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Momentan vielleicht der beste Gladbacher, der Spieler, der sie so ein bisschen aus der Krise rausholt. Und dementsprechend hoffen wir, dass er uns nach der letzten katastrophalen Episode mit Luis Muriel auch heute einiges an Freude bereiten. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall euch mal die Playlist an. Ansonsten wäre ein Like auf dieses Video natürlich sehr, sehr nice. Würde mich tierisch über freuen, wenn es euch gefällt. 500 Likes für unseren Capitano, den ehemaligen Capitano von Hannover 96 und den Capitano von Borussia Mönchengladbach. Zeigt, dass der auch in der Nationalmannschaft gehört. In meinen Augen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Seht ihr bereits, das Team ist 4-1-2-1-2. Das heißt, weil er so langsam ist, hat er einen Kollegen neben sich stehen. Aber wir gucken uns die Stats von ihm gleich nochmal im Detail an. Zunächst einmal das Team. Handanovic, Manolas, Mario Rui, dazu Koulibaly, Hüsey, Stambouli, Goretzka, Dembele, Stindl, Lacazette und Maxwell Cornet. Sieht ziemlich stark aus in meinen Augen. Cornet ist sogar Erstbesitzer. Bei mir hat noch kein letztes Spiel gemacht, ist aber die erste Karte gewesen, die ich als Goldspieler hatte, weil sie im Starterteam war. Bin mal gespannt, was der jetzt reißen wird. Ich würde sagen, wir suchen Gegner und da gucken wir uns gleich mal die Stats von Stindl genauer an. So, und da sind wir auch schon am Start. Ui, ein ganz, ganz starkes Team. Lacazette, Ben Arfa, dazu Dybala aus der SPC, genauso wie Juanfran und Isco. Casemiro in Form, Iniesta, Umtiti, Varane, Marcelo und Ruffier in Form. Ziemlich, ziemlich stark. Dybala ohne Chemie, das macht wahrscheinlich nicht. Lacazette und Ben Arfa auch nicht auf voller Chemie, aber auch das wird wahrscheinlich nicht sonderlich was ausmachen. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Checkt übrigens gerne die Videobeschreibung aus, wenn ihr selber Coins braucht. IG Ball 6% Rabatt auf eure FIFA Points, FIFA Coins und natürlich Microsoft und PSN Guthaben. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Dazu mein Merchandise und natürlich meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Gerade bei Instagram, da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da mir folgt. Das Spiel leckt. Das gefällt mir schon mal absolut überhaupt nicht. Das ist ziemlich belastend. Aber Stindl Stats, die sind gar nicht belastend. 88 Positioning, 87 Finishing, 89 Schusskraft, 85 Longshots, 89 Volleys. Das sind nur die Shooting Stats. Ja, aber auch seine Dribbling Stats sind gar nicht mal so schlecht. Er hat immerhin 85 auf seiner Karte. Sein Tempo ist halt ein bisschen belastend. Aber auch passen kann er. Er hat allgemein nur 2 Stats unter 70. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Mal sehen, ob wir das hier auch irgendwie merken werden, beziehungsweise ob uns das einen Vorteil bringen wird, auch wenn dieses Spiel natürlich gerade sehr, sehr lag. Jetzt haben wir Maxwell Cornet am Ball, der auf Lacazette gegen Varane und das war schon mal gar nicht so gut. Perfekter Pass von Stindl auf Lacazette 1:0, 7. Spielminute und wir gehen in Führung. Torvorlage natürlich durch unser Erdmännchen, durch Lars Stindl, das kann er auch, hat ihn ausgezeichnet, auch bei 96 schon, der kann sowohl schießen als auch passen und das macht er hier perfekt. Lacazette hat keine Probleme gegen Ruffier. Und es steht 1:0. Perfekt, weiter so. Ja, wieder ein schöner Pass von Stindl. Was macht Lacazette denn da? Ich hatte eigentlich nicht Pass gedrückt. Also bisher hat unser Gegner nicht sonderlich viel mit Stindl zu dealen, was einfach daran liegt, dass kein wirklicher Spielfluss zustande kommt. Jetzt aber schöne Balleroberung. Finessi, schade. Das liegt daran, dass kein wirklicher Spielfluss zustande kommt. Einfach weil diese Lecks es unglaublich schwierig machen, irgendwie mal Kombinationsfluss aufzukommen. Und dann tue ich mich irgendwie schwer, nach vorne zu spielen. Aber vielleicht, ja jetzt, wieder Ball auf Lars Stindl. Er hat sich gut abgesetzt von Marcelo und macht das 2:0. Was für ein Schuss, was für ein Tor von Lars Stindl und da fragt er zu Recht, wo sind die Hater? Ich habe schon gesagt, dass er zu Gladbach gewechselt ist. Der wird seinen Weg auch bei einem größeren Team machen, auch in der Champions League. Und hier ja, zeigt er, dass das genauso kann wie in Realität. Letzte Saison 11 Tore, meine ich. Ne, 7 Tore. Davor die Saison 10 Tore. Da jetzt die Saison 6 Tore. Und der erste Rage Quit. Machen wir noch ein Spiel. Wieder auswärts. Gar keinen Bock, aber ich hatte auch keinen Bock, noch weiter zu suchen. Wir spielen gegen ein Premier League Team. Lucas Perez zusammen mit Firmino vorne. Zwei Stürmer, die jetzt nicht die allerbesten wirklich Targetman sind, aber okay. Eriksen, Wilshere oder Jack Wilshere, wie man ihn ja auch nennt. Matic, Can, Valencia, Danny Rose, Winston Reed, Matip und Courtois. Nichts gegen Stindl. Das ist bisher die Story of this game. Also wir haben noch nichts, was passiert ist. Auf der einen Seite hat Dembélé zumindest mal eine Annäherung ans Tor. Auf der anderen Seite hat, ich glaube, Firmino war es eine Szene, die Handanovic deutlich spannender gemacht hat, als sie eigentlich war. Und jetzt ist mal wieder Stindl am Ball und spielt raus zu Dembélé. Die Karte ist übrigens richtig geil. Das haben wir ja bereits in der Deal-With-Folge mit Podolski war es, glaube ich, gesehen. War es Podolski? Nein, es war nicht Podolski, es war Draxler. Das ist jetzt wunderbar gemacht. Hier gerade von Lacazette und er verletzt sich. Ach man. Aber wir haben ja Stindl und da war die erste Annäherung, die ein bisschen gefährlicher war. Wir sehen Stindl und Longshots, das passt ganz gut zusammen. Mal sehen, wie Stindl und Ecken zusammenpasst. Aus den ersten Pfosten, da steht Lacazette, aber das Ganze erstmal geklärt. Nochmal Eckball, an sich auf jeden Fall eine gute Variante, das Ganze mit Stindl zu schießen, weil der kann auch Standards, der kann auch Freistöße. Lacazette, ah, knapp. Ja, gut. Das ist natürlich dann relativ einfaches 1:0, ne? Danke auf jeden Fall für das Geschenk von der Defensive dieses Gegners.
schön, wie da Maxwell Cornet noch weitergelaufen ist. Und das gucken wir uns bitte nochmal direkt an. Also eigentlich sollte die Flanke auf den zweiten Pfosten kommen von Rui auf den Kopf von Stindl. Die war ziemlich beschissen. Aber okay, wir dürfen nicht sehen, was sie da gefällt haben. Nee, egal. Also. Stindl nicht anzugreifen, das ist eine ganz blöde Idee, weil der kann es, wie gesagt, aus der Distanz, auch wenn der Versuch ein bisschen scheiße war. Immerhin holen wir einen Eckball raus, jawohl. Und auch den bringen wir wieder mit Lasinio in die Mitte. Erster Pfosten wieder, genau das gleiche Spiel. Lacazette, aha, Mann. Jetzt aber Stindl. Ach Mann, wird andauernd abgeblockt. Aber gut, ich bin natürlich auch ein bisschen überhastet immer. Das Ding ist, er kann halt aber aus der Distanz so gut schießen. Seine Abschlusswerte sind zwar mittlerweile besser als seine Longshot-Werte, aber ich kenne Lasinio und der ist vor allem aus der Distanz gefährlich. Beziehungsweise dann, wenn man es eventuell nicht unbedingt glauben würde. Jetzt ein schlechter Pass von Goretzka. Mann! Stindl auf... Oh, Lacazette, den habe ich ja drin gesehen eigentlich. Normalerweise macht Lacazette solche Dinger rein. Wir haben ja ein großes Problem. Zur Bewertung von Stindl komme ich mal später. Aber dieser Gegner steht gerade defensiv sehr, sehr gut. Liegt zwar zurück und müsste normalerweise nach vorne spielen, aber steht vor allem in der Defensive extrem stabil. Macht nach vorne nicht viel Gefährliches, auch wenn das gerade mal wieder eine richtig geniale Abwehraktion war. Aber halt hinten lässt er auch nicht viel zu. Vor allem hat er einfach keine Räume, in die unsere Spieler rein können. Und wäre natürlich bitter, wenn er jetzt den Ausgleich macht. Macht er aber. Oh Gott. Matic mit rechts, Volley. Kann man halten, Herr Handanovic. Nein, nein, nein. Oh Gott sei Dank hat er den Fehler gemacht und den zurückgepasst und nicht geschossen. Ja, das hat jetzt wieder so ein bisschen Auftrieb gegeben, dieses Tor. Stindl läuft leider nicht. Das liegt natürlich daran, dass der kein gelernter Stürmer ist, beziehungsweise im FIFA einfach nicht so wirklich auf die Stürmerposition passt, abgesehen von seinen Werten jetzt mal. Macht das hier gut, macht das gut, macht das... Courtois. Oh, starke Ecke, starker Kopfball. Ich weiß gar nicht, von wem der kam. Ich glaube, von Kalidou Koulibaly, ja. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht in den Konter laufen. Aber Mertens macht... Oh, nee, Mertens nicht. Eriksen macht das schon für sich ganz alleine. Trotzdem kommen sie nochmal nach vorne. Über Firmino, der hält an, macht einen Scoop-Turn. Mario Rui ist eigentlich da, lässt sich aber abkochen. Doch nicht. Doch. Oh, meine Güte nochmal. Hier klappt aber auch teilweise nicht wirklich viel, wenn man ja gerade mal sieht, was Dembélé da veranstaltet hat. Das sah nämlich nicht unbedingt formschön aus. Eriksen jetzt... Mit dem Wilshere, der auf Danny Rose. Jetzt spielt er sich gerade vorne ein bisschen besser ein und das gefällt mir nicht. Aber Rui ist dazwischen. Und jetzt mal Kontersituation. Komm, Dembélé, was auch immer du in der Mitte machst. Wir gehen jetzt einfach mal los. Zack, und jetzt raus auf Goretzka. Schön gesehen, der hat keine Fitness mehr so wirklich. Will aber auch den... Der hat doch eigentlich Forster-Skills, dachte ich zumindest. Hat er anscheinend doch nicht. Stindl im 16er, legt ab. Übersicht, nochmal zurück auf Stindl. Stindl mit rechts, ah... Das war mal ein schöner Lauf, aber da sieht man sein fehlendes Tempo so ein bisschen. Vielleicht können wir trotzdem Kapital rausschlagen. Nein, das war schlecht. Das war ganz, ganz schwach. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ich komme da auf jeden Fall im Resümee drauf zu sprechen, was mir an Stindl nicht gefällt, beziehungsweise an Stindls Karte jetzt hier gerade mal im Besonderen. Wir müssen jetzt aber erstmal einen Ball bekommen, weil ich würde gerne Goretzka auswechseln, weil der hat gar keine Fitness mehr. Zweimal hintereinander den Ball gegen meinen eigenen Spieler verloren. Was ist das denn? Bitte jetzt nicht das Gegentor, das würde mir jetzt aber gar nicht schmecken. Gott sei Dank. Goretzka ist vielleicht letzte Aktion, der Ball auf Lacazette. Lacazette im 16er, Lacazette, Elfmeter. Elfmeter gegen Valencia, Elfmeter gegen unseren Gegner. Normalerweise rote Karte, aber Doppelbestrafung gibt es im FIFA nicht. Und das ist auch gut. Und jetzt die Chance für Stindl, er kann Elfmeter. Der kann Elfmeter. Die Frage ist nur, wird Courtois die Ecke an? Nein, tut er nicht. Lars Stindl mit dem Tor, den zweiten im zweiten Spiel und mit dem Führungstreffer. Ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Habe jetzt gerade auch rumgestellt mit dem Wechsel von Goretzka, der diesen Pass jetzt gerade noch gespielt hat. Und zwar Stindl in Zentraloffensive Mittelfeld, Konoplyanka in Sturm. Mal sehen, was in den letzten 10 Minuten noch geht. Aber das war erstmal sehr wichtig jetzt. Der Edeljoker Konoplyanka und Stindl nochmal mit dem Versuch. Nächste Ecke, nächstes Glück. Wieder auf dem kurzen Pfosten, beziehungsweise so halb. Das war eine ziemlich beschissene Ecke. Manolas, der Mann mit der super Ballkontrolle und den richtig guten Schusswerten. Ja, wieder raus auf Stindl, kann der flanken, der kann flanken, der kann gut flanken, aber die kommt nicht. Was ist das für ein Eckenspektakel war, das ist eigentlich lächerlich. Nochmal eine schöne Körpertäuschung, nochmal sehr gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Stindl! Kurze Ecke und die Entscheidung in der 90. Minute durch Lasinio. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, gut gemacht. Schön durchgesetzt da auf der Außenbahn von der Ecke weg. Und dann macht er mit dem schwachen Linken rein. Das ist ja das Schöne bei dem, der ist halbwegs beidfüßig.
Finesse-Shot haben wir nicht gesehen, allerdings haben wir auch keinen Fernschuss so wirklich gesehen. Das erste Tor im ersten Spiel kann man ja nicht so wirklich bezeichnen. Aber das war nochmal ein sehr schöner Runner da gesehen, dass er auch ein bisschen Dribbling hat. Ein bisschen Glück, dass sie sich da gegenseitig wegräumen. Valencia, der ja allgemein unglückliches Spiel gemacht hat. Aber nochmal ein Doppelpack und das heißt im Endeffekt, dass Stindl uns mit seinen Treffern, ja, wenn man Stindls Treffer bzw. die anderen Treffer mal wegnimmt, ja, haben wir trotzdem noch den Sieg. Und das ist das Wichtige, denn Stindl hat uns den Sieg gebracht. Und unser Gegner konnte gerade in dieser Situation jetzt, vor allem in dieser Situation, nicht mit Lars Stindl dealen. Und das ist der Sinn bzw. der Hintergrund dieser Serie. Von daher, sehr schön. Und weil das Spiel dann direkt vorbei war, sehen wir direkt den Man of the Match. Lars Stindl, 9,4er Bewertung, 2 Tore, dazu keine Torvorlage, 7 von 8 Schüsse aufs Tor, 11 von 15 erfolgreiche Pässe, 10 von 14 abgeschlossene Dribblings und 0 von 1 gewonnene Zweikämpfe, okay, geht auf jeden Fall klar. Was war das große Problem bei Lars Stindl? Ich sag's euch ganz ehrlich, der ist kein Stürmer in meinen Augen. Er ist eine hängende Spitze oder ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Er hat zu viele Vorbereiterqualitäten und zu wenige Stürmerqualitäten in meinen Augen. Klar, er hat den Abschluss, er hat den Schuss, er hat definitiv allgemein auch das Kopfballspiel und das Positionsspiel, aber aus seinen Arbeitsraten, gerade in FIFA, machen ihn relativ unbrauchbar, einfach weil er keine Läufe macht. Er hat absolut keine Laufwege. Der Junge bleibt auf der Stelle stehen mit Mittel-Mittel-Arbeitsraten. Er geht nicht nach vorne in die Räume rein und das ist extrem unpraktisch bei einem Stürmer, vor allem wenn man auf ihn spielen möchte, um Tore zu erzielen. Er kann an sich alles, aber das kann auch auf der Zehnerposition ausspielen. Und gerade weil die Zehner dieses Jahr allgemein relativ stark ins Offensivspiel eingebunden sind, in meinem Spielstil, würde er da perfekt hinpassen. Er hat keine Four-Star-Skills, damit kommt man aber klar, wenn man nicht gerade Skills braucht. Und ansonsten auf jeden Fall eine gute Karte. Der Preis ist nicht so hoch mit ungefähr 40.000 Münzen. Ich denke mal, der geht auf 30.000 runter oder sowas. Geht auf jeden Fall ganz gut klar. Und ich denke, mit dem kann man nichts falsch machen. Also, wenn ihr einen Zehner braucht, holt euch Lars Stindl. Wenn ihr einen Stürmer braucht, holt euch nie Lars Stindl, weil dann werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht werden. Außer ihr habt irgendwie individuelle Taktiken, mit denen das dann besser funktioniert. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich drüber freuen. Abonniert diesen Kanal kostenlos, wenn ihr noch nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier ist die Infokarte übrigens noch. Habe ich am Anfang wahrscheinlich auch schon mal reingemacht, beziehungsweise sie war am Anfang da, welcher Spieler in der nächsten Episode dran ist. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.